Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guacamole für die Nintendo Switch. Und wenn ihr genau aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass ich hier versagt habe beim letzten Mal. Und zwar unendlich viele Male. Und wisst ihr, warum ich versagt habe? Weil ich vergessen habe, dass wir den Wandlauf können. Das heißt, wenn wir den Wandlauf können, ist es natürlich auch nicht mehr so schwierig. Ich wollte es immer mit so einem... Seht ihr, das können wir hier machen. Ich wollte es mit einer anderen Sache machen. Und zwar mit dem Fliegen, Punch nach oben, das natürlich total Quatsch ist. Zack. Dann ist es natürlich nicht mehr ganz so schwer, das Ganze, ne? Hoffe ich zumindest. Blamiere ich mich wahrscheinlich gleich noch. So. Und rüber. Okay, das war's. Ja, beim letzten Mal schön abgekackt und jetzt ganz easy geschafft. So. Oh, speichern. Super. Und runter geht's. Da geht's noch eine Etage runter. Machen wir gleich nochmal. Wo es hier noch abgeht. Darüber müssen wir. Wie sollen wir da rüberkommen? Warte, wir suchen einen anderen Weg erstmal. Ich glaube, da kommen wir nicht einfach so rüber. Aber einfach nur hoch kommen wir auch nicht wahrscheinlich, ne? Als Huhn auch nicht, oder? Na, warte mal. Nee, schon. Obwohl, warte doch mal, als Huhn können wir es doch schaffen. Und zwar, wenn wir, glaube ich, hier längs gehen. Und... So, und wieder. Oh nein! Ah, Leute, wie dumm war das denn? Da hopst der rein, macht nichts. Wir können trotzdem hin. So, sind wir oben. Und ein schöner Wandlauf. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich rüberfliegen, warte. Nochmal. Und hoch geht's. Okay, warte. Da ist noch ein Knopf. Gucken wir den aufkriegen. Dann können wir speichern. Wo geht's noch? Oh, wir müssen einen anderen Weg gehen. Lutsche! Ich habe alle erwischt hier. Oh. Shit, shit, shit. So, jetzt müssen wir mal runter zum Boden der Tatsachen. Oh oh. So, die kommen auch noch. Oh nein. War das alle? Ja, Gott sei Dank. Und eine enge Kiste. So, okay. Oh, warte. Okay, jetzt wird es eine enge Kiste. Okay, so eng war es denn doch nicht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier nochmal... Warte, wir haben eine Idee. Alle? Anscheinend. Okay, hier können wir ein paar Moves machen. Oh nein.
Scheiße. Okay, das wird gar nicht so leicht hier. Das wird schwer. Sie ist jetzt schon kommen. Oh nein! Oh! Shit! Aber das waren eigentlich. Oh! Nochmal viele machen hier. Okay, nochmal. Oh oh! Oh! Werde ich von der anderen Seite machen müssen. Scheiße. Na gut, machen wir nochmal. Machen wir das Ganze nochmal. Nein! Den oberen. Ah, von der anderen Seite, von der anderen Seite, von der anderen Seite. Shit. Nochmal. War's das alles? Heieiei, das war aber auch. Das war aber auch gar nicht mal so easy, oder? Mann, Mann, Mann. So. Okay, ist war dumm. Ich wollte nicht gleich springen, weil ich war runter und dann hüpfen. Na egal. Warte mal. Ja. Mann, Mann, Mann. Ah, wir können speichern. Das ist schon mal gut. Nein! Das ist die Frage, wo wir da hin müssen. Unten runter? Okay. Es wird immer besser hier, ne? Okay, das war dumm. Wie geil war das denn bitte sehr? Hier noch mitten im Dings drin. Okay. Was? Ach komm, Leute. Okay, also das ist gar nicht so leicht. Das ist wirklich schwer. Nein! Oh! Da muss man. Oh, da muss ich, Mann, das nervt. Sowas nervt doch hier einfach nur. Oh, das war total bescheuert. So, einmal aufpassen. Nein! Ach! Ich hab in Lava gedacht. Wow! Das ist heute der. Also heute sind meine Rekordtode hier, glaube ich. Nein! Okay, nochmal. So.
Ich bin zu langsam. Ich muss auch warten, bis es weiter unten ist. Sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Nochmal. So. Nein! Alter, man muss so viel beachten. Man muss so viel beachten. Das ist wirklich... Oh, das war dumm. So, jetzt aber. So, ich habe mal geschnitten. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber die Stelle schaffe ich einfach nicht. Und ich habe auch keine Lust mehr, meine Energie darauf zu verwenden. So, ich bin jetzt einfach mal ein Stückchen zurückgegangen. Mal auf der Karte guckt, kann man das sehen. Wir sind jetzt hier, ne, da ist der Fall. Und wir gehen jetzt da hoch, wo das gelbe Türchen ist. Da kommen wir ganz einfach hin, indem wir hier diese Wand hochrennen. Dann sind wir ja schon hier oben fast. Und dann nach oben. Zack. So. Oh. Alter. Eieiei. Okay. Müssen wir schon auf, was hier? Alter Schwede. Okay, da, der holt uns ja. Da holt er ja einen Meister nach dem anderen. Alter, ich krieg die gar nicht weg hier. Warte mal. Eieieiei. Okay. Alter. Okay, muss ich irgendwie anders erledigen. Ah, das ist ganz schön schwer hier in der Hölle, ne? Muss man sagen. Okay, da haut man gleich zu. Oh Gott. Aber jetzt haben wir ihn, glaube ich. Oder auch nicht. Nein. So, du. Eieiei, jetzt müssen wir noch aufpassen hier. Du Schwein. Okay, jetzt sind wir hier ein bisschen, gucken, dass wir die Fenster draufgehen. Alter Schwede, da waren ganz schön viele Gegner, wa? Okay, wieder eine neue Falle entdeckt. Oh, das sieht gefährlich aus hier. Obwohl, müssen wir eigentlich nur die Wand hochlaufen, oder? Okay, jetzt weiß ich wie. Warte. Nee, ich muss schneller sein. Noch schneller. Okay. Nichts. Hey, wieso läuft er eigentlich hoch, wenn ich das sage?
Halt, das ist gar nicht so leicht. Hui! So. Da oben ist die Kiste. Scheiße. Ah, guck mal, das ist eine Herzkiste. Die könnt ihr euch ganz gut gebrauchen. Wollt ihr die noch versuchen zu holen? Ja, ne? Nein! Okay, jetzt sind wir fast wieder ganz unten gelandet, natürlich schlecht. Dann laufen wir wieder hoch. Oh, nee! Aber wir haben die Herzkiste, oder? Oder zählt die nicht mehr? Nein, die zählt nicht mehr! Wir müssen die mal holen. So. Nach oben. Oh, da! Okay. Mann, jetzt wird's aber eng. Fiese Fallen. Nein! Ah, nochmal. Kriege ich nicht. Mal. Oh. Okay. Oh, es gibt wieder, das ist echt schwer. Schweineschwer, echt. Nein. Oh. Blödes Viech, ey. Puhado. Es wird nicht leichter, ne? Es wird nicht leichter. Nein!
Oh, Fakten. Aber so hätte man machen können. Scheiße, scheiße. Ah, hier die Kohle. Oh, einfach nur fliegen, einfach nur fliegen. Shit. Na. Komm schon runter. So, also ich gehe runter und dann... Oh Gott, so. Ich möchte mal irgendwann wieder zwischendurch speichern. Das wäre super. Oh, jetzt geht's los. Das Superhuhn. Düstere Grüße auserwählt er. Der unaufhaltsame Catuaro hat sich mit dem bösen Geier verbündet. Doch keine Angst, wir haben eine uralte Waffe, die dir den Kampf helfen soll. Die Prophezeiung wird erfüllt. Du wirst von uns den Vogel nicht gern werden beschützen. Vorwärts, Auserwählter. Die uralte Waffe ist gleich voraus. Na gut, erstmal speichern. Jetzt kommen wir da. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Da komme ich glaube ich nicht einfach so rüber. Da müssen wir erstmal die uralte Waffe holen, würde ich sagen. Nee, ist ja Quatsch. Aber wie kommen wir denn da rüber? Da können wir ja höchst flattern, oder? Als Flattermann. Okay. So. Puha. Oh, ich mach das Huhn längs. Oh, schnell längs das Huhn. Die Höhle des Memes. Do not enter ever. Turn back your own sanity. Wir gehen da trotzdem rein. Auch wenn's. Cave ahead is dangerous dark. Later, no joking. Okay, gucken wir mal, was hier passiert. Du hast dich also entschieden, meine Modric-Höhle zu betreten. Juan, ich bin der modrigste Hue Shivo. Aufgrund deiner Hartnäckigkeit werde ich dich jetzt im stärksten abgestandenen Ort des ganzen Maximums leiden lassen. Oh, toll. Und du? Latin Geek. Die eigene Arbeit, Mimis zu befüllen, ist mit Abstand die faulste Art, etwas zu erschaffen. Das ist, als würde man Archivbilder verwenden. Das stimmt. Memes sind wirklich bescheuert. Memes in Spielen sind nicht witzig. Sie sind nur eine Methode für stockfaule Entwickler, ohne eigenen Humor ihre YouTube-Kommentator-Zielgruppe zu belustigen. War Guacamelee nicht das Spiel mit der unfassbar nervigen Meme-Anspielung? Guacamelees übermäßige Verwendung von Memes war einer der Gründe, aus dem ich nach 10 Minuten aufgehört habe. Deshalb habe ich das Spiel noch nicht gekauft. Das Gameplay ist bestimmt großartig, aber ich kann keine Internet-Memes mehr ertragen. Kann ich verstehen, ich auch nicht. Die teilweise auch so unwitzig. So ein gutes Spiel, das von Meme-Quatsch von vor 6 Jahren völlig ruiniert wurde. Es wäre so viel besser gewesen, wenn sie die Memes nicht gemacht hätten. Ja, stimmt. Mann, das sind schon da. Das war schon damals schlimm. Und wenn man bedenkt, wie irrelevant die geworden sind, es ist jetzt noch viel schlimmer. Wenn ich der Entwickler für dieses Spiel wäre, würde ich diesen Müll rauspatchen. Es gibt eine Mod, um diese Memes zu entfernen. Nee, gibt es eine Mod? Okay, frag danach. Das ist also die böse Höhle? Du hast die tatsächlich alle angesehen. Kochst du nicht vor Wut? Anscheinend nicht. Vielleicht
vielleicht hast du nicht alle neun gesehen. Wie es scheint, ist deine Meme-Toleranz recht hoch, doch bilde dir darauf nichts ein. Du glaubst, die Abgedroschenheit sei dein Freund? Du hast sie lediglich adoptiert. Ich wurde in ihr geboren, ich wurde in ihr geformt. Die Leute mit mir herum konnten mich aufhören, Meme als Meme auszusprechen, bis ich bereits zum Mann geworden bin. Ja, Meme als Meme. Oh, das war's. Sind nicht so viel, ne? Bin zurück. So. Und runter. Hui. Jetzt gehen wir da hoch. Warum ist wieder so ein blaues Ding? Das ist ein echt langer Weg, den wir machen müssen. Aber diesen Weg gehen wir wirklich beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.